Du manifestierst deine spezielle Person gerade jetzt. Jetzt und in jedem Moment in deinem Leben. Weil wir haben ja nur den jetzigen Moment. Und der jetzige Moment ist genau das, was du meistern musst. Und das sage ich dir genau, wie es geht in diesem Video. Also bleib dran, schau bis zum Schluss und nehme alles ganz tief auf und fühle die Wahrheit in den Worten, die ich jetzt spreche. Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, wie großartig, machtvoll, wundervoll und einzigartig du hier in dieser Welt, in diesem Leben bist, wenn du es für dich anerkennst und annimmst, deine Wahrhaftigkeit, dein Divine Design, das aus deinem Divine Design Soul Blueprint Gott gegeben, Natur gegeben, gegeben worden ist, weil du hier bist. Das ist deine Kraft, das ist deine Macht und das ist deine Power jetzt und in jedem weiteren Moment deines Lebens. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du zuerst in diese Kraft hineingehst, zweifelsfrei und ganz, ganz sicher, dass du dich loslöst von Vergangenheit, von äußeren Umständen, von Schmerzen und von Ängsten. Solange du das nicht tust, wird sich im Außen immer wieder widerspiegeln, wovor du Angst hast, was dir weh tut, welche tiefen Schmerzen du noch in dir trägst, welche Wertlosigkeit du noch in dir spürst, welche Zurückhaltung du aus diesem Grund noch an den Tag legst. Alles ist deine Realität. Du bist deine Realität. Aber wie bist du deine Realität? Wodurch erschaffst du deine Realität? Dadurch, was du im jetzigen Moment über dich, über andere Menschen, über deine spezielle Person und über deine Macht und deine Kraft denkst. Das bist du jetzt. Und wenn du dich jetzt ausgeliefert, machtlos, kraftlos, beängstigt, eingeschränkt, fremdgesteuert fühlst, dann wird sich im Außen durch deine spezielle Person immer wieder zeigen, wer du bist. Und du bist in erster Linie nicht deine Gefühle. Deine Gefühle kommen dadurch, wer du glaubst zu sein. Und dass diese Sache gleichzeitig funktioniert, muss von dir 100% anerkannt werden, dass du nicht aus dem jetzigen Gefühl des Mangels heraus denkst, dir deine Zukunft vorstellst, sondern heraustrittst, in dein wahres Sein, dein Divine Design eintrittst und dir deine Zukunft, die nichts anderes ist als das, was du im jetzigen Moment denkst, vorstellst. Immer und immer wieder gleich. Gleich aus der Position heraus, wer du bist, wenn du das hast, lebst, erlebst, was du willst. Und diese ganzen Verzögerungen, diese ganzen unerwünschten Manifestationen mit ISP und mit allen anderen Menschen, mit Geld, mit was auch immer für dich in diesem Moment wichtig ist, ergeben sich aus deinem gegenwärtigen Moment. Und diesen gegenwärtigen Moment zu meistern und nicht abzudriften in eine Realität, in der du nicht leben willst. Das ist deine Aufgabe, zu meistern, wer du bist, zu wissen, wer du bist und es zu keinem Moment zu vergessen oder in Frage zu stellen. Und dann bist du hier, klar und präsent in deiner Wahrhaftigkeit. Und das hat nichts
mit äußeren Umständen zu tun. Das hat nichts mit deinem Gefühl in deinem Körper zu tun. Das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Das hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun, sondern das ist alles nur jetzt. Und jetzt und jetzt und jetzt. Und wer bist du jetzt? Was erlebst du jetzt? Was manifestierst du durch deine Gedanken und Vorstellungen jetzt? Es ist das Jetzt, das es zu meistern gibt. Und es geht nicht darum, dass du dich immer gut fühlen musst. Es geht nicht darum, dass du keine Angst haben darfst. Aber diese Ängste dürfen dich nicht beschreiben. Diese Vergangenheit, die du erlebt hast mit deinen Eltern oder mit deinem SP, darf dein Jetzt nicht beschreiben, weil dein Jetzt ist das, was dein nächstes Jetzt voraussetzt. Und an einem Jetzt musst du anfangen, alles zu verändern. Dein komplettes Denken, deine komplette Ansicht dir gegenüber, den anderen Menschen gegenüber, deine komplette Divine Design Identity muss jetzt am Start sein. Die muss jetzt kreieren, die muss jetzt manifestieren, die muss jetzt denken, die muss sich jetzt die Dinge vorstellen, so wie du sie haben willst. Und solange du noch auf irgendeine Art und Weise in einer alten Geschichte lebst, manifestierst du jetzt, gerade jetzt, wieder eine neue Szene in deiner alten Geschichte. Und diese alte Geschichte, die stirbt, wenn deine alte Identität stirbt. Wenn die bedürftige Identität, die angstvolle Identität, die ausgelieferte Identität, die fremdbestimmte Identität, die unterdrückte Identität, die bedürftige Identität, die nicht geliebte Identität stirbt. Das heißt, du sie nicht mehr bedienst mit Gedanken und Vorstellungen, mit Geschichten, mit Rückschlüssen. Diese Identität wird von dir ausgehungert. Ausgehungert mit Energie. Und nachdem wir energetische Wesen sind und den Dingen keine Energie mehr geben, werden wir diese Dinge verlassen, diese Realität, diese Zeitlinie verlassen, indem wir im Außen diese Dinge gespiegelt bekommen haben. Und ich komme jetzt noch zu einem Beispiel, wo ich dir das nochmal klar mache, wie so etwas geht. Ich habe ein E-Mail bekommen von einem Zuschauer auf diesem Kanal und dieses E-Mail ist ein wunderbares Beispiel, was so viele von euch in ihren Köpfen, in ihrem Denken noch weiter spinnen, weil sie ihr ganzes Leben lang aus der Bedürftigkeit nach Liebe, nach gut genug sein, nach Anerkennung immer wieder versucht haben, das von außen zu sich zu ziehen, das durch die spezielle Person die Liebe zu sich zu ziehen, durch die spezielle Person die Anerkennung zu sich zu ziehen. Und nachdem das nicht funktioniert, weil wenn du versuchst, etwas zu dir zu ziehen, heißt es, du hast es nicht, du bist es nicht. Und wenn du es nicht bist, wirst du es niemals zu dir ziehen können. Das ist das Prinzip, das energetische Prinzip, das auf dieser Erde wirkt, das durch uns hindurch wirkt. Und wir können es nicht brechen. Wir müssen nur dort anfangen, wo es funktioniert, und zwar bei uns. Und deswegen sagen auch ganz viele Manifestationscoaches, zieh deine Aufmerksamkeit von außen ab, von deinem SP. Bleibe bei dir, komme zu dir zurück, wisse, wer du bist, weil ohne dieses Wissen, ohne diese Kraft, die aus deinem Divine Design Soul Blueprint dir
innewohnt und ohne zu wissen, zu was für einem Menschen dich diese Kraft wirklich macht in Wahrhaftigkeit. Einem Menschen, der geliebt, gewollt, unterstützt, kraftvoll, nicht fremdbestimmt, selbstbestimmt ist. Wenn du das nicht weißt und nicht jeden Moment weißt, und das heißt verkörpern, ich weiß es jeden Moment, ich verkörpere diese Persönlichkeit. Wenn du das noch nicht hinbekommen hast, weil du am falschen Ort beginnst, im Außen werden sich eben solche Denkmuster, solche Erfahrungen aus solchen Denkmustern immer wieder reflektieren. Und dieser Zuschauer von meinem Kanal hat geschrieben, ich habe in Beziehungen bisher immer das Gefühl gehabt, dass ich alles gebe und mein Gegenüber 80%, war lange eine Affäre und habe es trotz störender Gefühle mitgemacht. Dann entschied mein SP sich für mich und ist auch zu mir gekommen, aber es hat nicht lange gedauert. Da wurde ich belogen und ich denke auch betrogen. Auch das habe ich mitgemacht. Ja, und genau das ist es. Ich bin jemand, ich identifiziere mich jemand, der nicht gewollt ist oder nur zu 80% gewollt ist. Jemand, der immer mehr geben muss, um ein bisschen was zu bekommen. Ich identifiziere mich als jemand, der nicht gewollt, nicht priorisiert, nicht an erster Stelle steht, nicht wertvoll ist, weil ich werde belogen, ich werde betrogen, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Und das ist dieses Selbstkonzept, das wir alle in uns tragen, die einen mehr und die anderen weniger. Und es gilt, diese Sache zu erkennen, zu durchschauen, dass dieses Selbstkonzept ein falsches Selbstkonzept ist, das ich niemals hinterfragt, geschweige denn verändert habe in meine Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und in dem Moment, wo du das erkennst, dass du wertvoll bist, dass du alles bist, dass du die ganze Welt in dir trägst, dass du die Energie aller Dinge, die Ansichten aller Dinge durch dich verwirklichst. Alle Situationen, alle Menschen sind genauso, wie du es sehen kannst aus dir heraus. Und wenn du dich natürlich als nicht gut genug siehst, kannst du nur im Außen Situationen und Menschen sehen, die dir wieder widerspiegeln, dass du nicht gut genug bist. Wenn du Angst hast, betrogen zu werden oder belogen zu werden, weil du das halt früher schon so oft erlebt hast, dann werden sich die Menschen genauso dir zeigen. Sie werden verschlossen sein, sie werden nicht ehrlich sein, weil du bist ja auch nicht ehrlich zu dir selber. Du bist nicht ehrlich zu deinem Divine Design. Du bist nicht ehrlich zu deiner Wahrhaftigkeit, zu deiner Größe, zu deinem wahrhaftigen Sein. Und so wirst du immer wieder in diesem Kreislauf stecken bleiben, bis zu dem Tag, wo du dieses Spiel, dieses energetische Spiel erkennst, deine Macht erkennst. Übrigens habe ich eine gratis Masterclass, hole dir deine Macht zurück. Die kriegst du automatisch zugeschickt, wenn du dich bei mir auf der Seite mywildfeeling.com für den Newsletter anmeldest, oder unter anderen Videos siehst du auch noch den Zugang zu dieser Masterclass. Sie ist gratis und sie zeigt dir nochmal ganz genau, wo du anfangen musst bei dir, in deiner Macht, in deiner Wahrhaftigkeit und in deiner Power. Und solange du da draußen im Mangel rumreist und immer wieder siehst, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht an erster Stelle, ich muss mehr geben wie die anderen, damit ich nur ein bisschen was bekomme, ich bin weniger wert, ich bin quasi Sklave der anderen, damit ich ein bisschen Liebe bekomme, damit ich ein bisschen Anerkennung bekomme, dann wirst du da nicht ausbrechen können, erst wenn du dich selbst an erste Stelle stellst. Und zwar unwiderruflich.
Nicht heute bin ich an erster Stelle. Morgen ist meine Katze an erster Stelle. Übermorgen mein Kind. Nächste Woche mein SP oder alles gleichzeitig. Weil ich mich so damit beschäftige, was im Außen passiert und nicht erkenne, dass das, was ich im Außen sehe, wahrnehme, womit ich mich beschäftige, hier drinnen mir entstanden ist durch meine Wahl. Durch meine Wahl. Ich habe Prioritäten gesetzt und die sind immer andere als ich. Und wenn ich das aber erkenne, dann habe ich nie wieder ein schlechtes Gewissen, die erste Priorität in meinem Leben zu sein. Weil das, was ich bin, zeigt sich im Außen. Bin ich großartig? Bin ich geliebt? Bin ich gewollt? Bin ich wertvoll? Bin ich an erster Stelle bei anderen Menschen? Das werde ich erst sehen, wenn ich all das für mich selber bin. Denn ich bin nur das, was ich bin. Ich bin die eine und der eine. Und ich lege das fest. Und jetzt komme ich wieder dazu. Moment zu Moment zu Moment. Und deswegen sind diese ganzen Praktiken, Affirmationen, Meditationen immer wieder aus diesem Ich bin Divine Design heraus zu tätigen. Und sobald du versuchst, aus dem Mangel, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ich muss etwas tun, ich muss meditieren, ich muss Praktiken machen, ich muss affirmieren, weil ich es nicht bin. Und durch diese Praktiken werde ich dazu, wirst du dich immer wieder im Kreis drehen. Weil diese Praktiken, das ist wie eine Droge. Die macht, die gibt dir mehr von dem, was du gerade bist. Mehr von dem, es wird verstärkt. Wenn du Alkohol trinkst, wenn du glücklich bist, dann bist du noch glücklicher. Wenn du Alkohol trinkst, zum Beispiel, wenn du deprimiert bist, wirst du mehr depressiv. Und so ist es eben auch sogar bei Psychopharmaka und bei anderen Drogen, dass die irgendwann mal backfiren. Weil du kannst das Ich Bin, das, was du bist, nicht überdecken, nicht ignorieren, nicht manipulieren, nicht unterdrücken. Dein Ich Bin wird immer wieder wollen, wie ein Vulkan sich ausdrücken in dieser Welt, weil das ist das, wozu du verkörpert bist. Und dieser Vulkan ist großartig, wenn du in deiner Wahrhaftigkeit steckst, in deiner Selbstliebe, in deiner Selbstanerkennung, wenn du diese Power, die du in dir hast, aus dieser Identität, aus diesem Standpunkt heraus ausdrückst, in die Welt hinausgibst. Ich bin gut, ich bin richtig, ich bin gewollt. Bam, wie viel mehr darf ich zeigen? Wie viel mehr von mir darf ich geben, wenn ich weiß, dass ich das bin? Und das ist das, was du als erstes verstehen musst. Wenn du es verstanden hast, musst du es umsetzen. Es ist ein Training. Und deswegen bin ich hier, dich immer wieder dran zu erinnern. Und du wirst Erfolg haben, wenn du dir einfach nur eine Sache vornimmst. Ich werde diese Kraft, diese Power, diese Liebe, diesen Erfolg an Wert, der folgt meinem Ich Bin, mehr und mehr verinnerlichen, um es dann mehr und mehr auszudrücken. Verinnerlichen, ausdrücken und der Ausdruck reflektiert sich im Außen. Und ich kann dir nichts anderes sagen, es gibt keine Abkürzung. Du musst diesen Weg von unten, von innen, aus der Tiefe heraus begehen und diese falsche Identität in dir identifizieren, ans Licht bringen und loslassen. Nicht bekämpfen, nicht in den Widerstand gehen. Lösen, freilassen, die Lüge gehen lassen. Das heißt es. Und es heißt nicht, du musst deine Liebe, dein SP, deine Fülle, deine Erfüllung, deine Gesundheit, deine Schönheit, du musst das nicht aufgeben. Aber du musst das aufgeben, was dem entgegensteht.
Und dazu bin ich hier. Ich bin angetreten, Programme, Trainings zu bieten für die Leute, die sagen, ich kann es verstehen, ich kann es nur nicht umsetzen, weil da drinnen ist noch so viel Altes. Ich komme da nicht hin und ich weiß nicht, wie ich das dauerhaft Moment für Moment managen kann. Und das lerne ich dir in meinem Divine Design Soul Blueprint Programm. Heute ist der letzte Tag, wo du dich für diese Runde anmelden kannst. Dann gibt es die Power der weiblichen Alchemie, wo du wirklich genau da tief mal reingehst, wo dieser erste Schritt getan wird. Wir starten am 3. Juni. Auch jetzt kannst du dich noch anmelden. Dann gibt es die Divine Design Community. Da bist du natürlich nicht so eng begleitet wie in meinen anderen Programmen, aber du bist begleitet, aber es ist eine Hohlschuld. Du musst es dir holen. Und alles ist da für dich. Komm in meine Divine Design Welt. Komm hier rein und bleibe. Auch hier musst du wirklich bleiben in diesem Mindset, in dieser Verbindung mit dir selber und an dir. Die Liebe zelebrieren, die Hingabe, die Macht, das Wundervolle erst an dir zelebrieren und dann wirst du es in allen Lebensbereichen deines Lebens reflektiert bekommen und zelebrieren können. Das ist der Weg. Und alles andere, wenn du nur einen Teil von diesem Weg gehst, wirst du immer wieder Highlights haben. Aber in dem Moment, wo du diesen Weg wieder verlässt und in die alte Schiene zurückgehst, wirst du eben wieder alte Dinge gespiegelt bekommen. Und dann hast du jederzeit wieder die Chance, jederzeit ist wieder der Moment auf den Divine Design Weg, in deine Divine Design Self Identity, Self-Konzept zurückzukommen, in deiner Divine Design Welt zu leben, zu manifestieren und zu kreieren und zum Schluss das Ganze zu zelebrieren. Es ist immer der richtige Moment und ich habe auch immer wieder die Herausforderungen, wo ich immer wieder zurückkommen muss. Wenn ich mich im Außen verliere, muss ich zurückkommen, aber ich weiß wohin und ich weiß, wer ich bin. Und das werde ich niemals vergessen. Ich werde vielleicht Momente haben, wo ich denke, oh mein Gott, was ist nur passiert? Und dieser Moment reicht mir, um zu sagen, ich kenne die Arbeit, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo meine Kraft, meine Power liegt, ich weiß, dass ich alles bin, ich weiß, dass alles da draußen tatsächlich nur eine Reflexion, eine Animation meiner eigenen Energie meines Selbst im Außen ist und dass tatsächlich niemand und nichts außer mir Willen, freien Willen in meiner Realität hat. Komm, melde dich für irgendeinen Zugang in meine Divine Design Welt an und verpflichte dich, hier zu bleiben, bei dir zu bleiben, für dich zu gehen und zu sehen, wie sich alles im Außen so reflektiert, wie du innerlich bist. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es geholfen hat. Und es hat geholfen, das weiß ich. Kommentiere, teile. Wir sind übrigens wieder hier auf dem Weg zu 4000 Abonnenten auf meinem Kanal. Bei 4000 Abonnenten verlose ich wieder gratis 1:1 Coachings. Die sind absolut augenöffnend, wenn du eine Stunde lang meine Reflexion deiner selbst bekommen hast und dich so siehst, wie du wirklich bist, wird sich dein Leben von 60 Minuten zu den nächsten 60 Minuten für immer verändern können, wenn du es für dich annimmst. In diesem Sinne, bis bald!